Vorbereitungsarbeit noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten intern. Das haben wir dann gestern aber alles super geregelt und war alles gut organisiert. Session begann dann gestern Abend um 6, die ging ja dann bis Mitternacht, 24 Uhr. Wetter war nass, aber immer mit der Tendenz zum Trockenwerden. Das heißt, wir mussten gucken, welche Reifen wir nehmen. Waren mit den Intermediates dann aber gut unterwegs. Hideki hat dann auch auf Slicks gewechselt. Und wir waren nach einer Dreiviertelstunde, waren wir glaube ich lange Zweiter. Und nach einer Stunde waren wir Fünfter. Und dann haben wir noch weitergemacht, dann ist der Jean ein bisschen gefahren. Und dann waren wir Siebter. Und dann hat der Jean in Turn 1 einen Fehler gemacht. Wir wissen aber auch, woran es liegt. Also wir haben massiv was an der Fahrzeugabstimmung geändert, was das eventuell mit ein bisschen gefördert hat, aber ziemlich sicher. Und da hat er dann halt beim Anbremsen das Heck verloren und ist dann verhältnismäßig heftig hinten rechts eingeschlagen. Konnten wir halt gleich schnell hier vorne ans Auto ran und dank Hegemann und deren neuen Wagenheber konnten wir das Auto auch ganz schnell in die Box bringen. Das ist ungefähr der Unfall, glaube ich, um 20 nach 8 passiert und um 10 vor 11 waren wir wieder draußen und alle drei Fahrer konnten dann noch ihre Nachtrunden erledigen und so, dass wir qualifiziert sind, dass alles abgehakt haben, das ist schon mal gut. Und ja, jetzt machen wir nur noch mal ein bisschen Service, weil wir gestern natürlich schon schnell zusammengebaut haben. Dann gucken wir jetzt noch mal, dass alles gründlich ist, wechseln noch mal ein paar Teile aus. Sehen jetzt natürlich auch zu, dass unser Ersatzteilpaket wieder auf den vorderen Stand kommt. Und heute Abend werden wir dann nur das einzige Problem haben, dass ein Ersatzteil definitiv noch nicht verfügbar ist für den Low-Downforce-Heckflügel. Der Flügel selber ist da, aber ein Befestigungsteil fehlt. Das heißt, wir werden heute Abend mit High-Downforce oder der geringsten High-Downforce-Konfiguration fahren, die aber immer noch so viel mehr Downforce als die höchste Low-Downforce-Version hat. Das heißt, das wird ein bisschen tricky. Insofern sollten die Erwartungen für heute Abend das Qualifying nicht so hoch sein. Aber darum geht es ja auch nur sekundär. Wir wollen natürlich versuchen, einen guten Job zu machen. Das heißt, ihr habt auch weniger Endgeschwindigkeit dann. Ja, definitiv. Ja. Aber dafür natürlich kannst du in den Porsche-Kurven dann halt auch durchaus entscheidende Schnelle haben. Aber über die Runde betrachtet wird das natürlich langsamer sein. Okay. Boah, ne? Le Mans, jedes Jahr. Same procedure as every year. Same procedure as every year. Wir
allen Fällen kann man eigentlich sagen, ist es so, dass Motor und Schaltsystem sowie Elektronik von einem Hersteller kommen, wie bei uns auch so. Also unser Schaltsystem, unser Motor und die Elektrik kommt von einem und demselben Haus. Und somit haben wir mit Motorschäden nichts zu tun. Außer es ist halt mutwillig. Das heißt, wir haben einen Motorenmann hier, der das ganze Rennen den Motor überwacht, auch den Motor justiert während des Fahrens. Wir haben, der dann sagt, I heard about a protest from official against Audi for some Wiggler spoiler related feature. Servus, guten Morgen. Meine Eindrücke vom ersten Mal Le Mans meinerseits als Truckie auf der Strecke am Mad Friday. Isn't a pleasure, würde der Engländer sagen. Böllerei rundherum. Ich habe, glaube ich, 2,5 Stündchen habe ich dann doch noch schlafen können. Die haben Party gemacht, ohne Ende um mich rum. Geböller, geblitzte Gedonner, Geschreie, Getanze. Aber nette Party. Was tackerst du da gerade fest? Also was passiert dann, Maschine? Dann letzte Startvorbereitung hier, Apollo 13. Als ich gestern Mittag oder gestern Morgen um 10 Uhr ankam, war das Erste, was ich gesagt habe, heute, das wird die ganze Nacht dauern, bis da hier was passiert. Genauso.